Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Vlog. Ja, in den letzten Tagen lief so ziemlich alles schief, was schief laufen konnte. Und ich habe mich dazu entschieden, den Vlog, den ich bis dahin aufgenommen habe, zu löschen. Aus dem Grund, weil ich glaube nicht, dass Richtung Weihnachten, wenn Leute und Dinge mir die Laune verhageln wollen, ich jetzt auch noch anderen Leuten die Laune verhageln muss, indem ich einfach einen Vlog mit mieser Laune hochlade. Von daher, nein, nein. Dazu kriegt mich dieser ganze Scheiß hier nicht. Ich werde jetzt auch nicht alles aufzählen, was alles schief und scheiße gelaufen ist. Das Scheiß drauf. Es ist, viele Arschlöcher sind zu Weihnachtszeit unterwegs. Viele Leute, die dich abzocken wollen. Und Geräte sind auch alle doof. Fertig. So. Positiv denken jetzt. Also, ja, heute kommt noch ein bisschen Post. Eventuell sogar ein größerer Akku für diese Kamera, was mir ganz lieb wäre. Dann wäre es zwar noch ein bisschen schwerer, als sie jetzt schon ist, aber dadurch hält sie auch ein gutes Stück länger. Der Akku hier ist nämlich, ich weiß nicht, ob der breit ist, keine Ahnung. So richtig lange hält er nicht und das ist ein bisschen komisch. Naja, genau, der kommt heute. Eventuell kommen ein paar Sticker, die ich auch bestellt habe für meinen Laptop. Ich will endlich mal wieder, ich habe früher immer Sticker auf meinen Laptop draufgeklebt. Ich will jetzt endlich mal wieder den Laptop vollkleben. So random Sticker, Lou freut sich auch, weil da bleiben bestimmt welche übrig, das ist so ein 100er Pack. 100 Sticker werde ich nicht brauchen. Dann ist gerade eben ein Geschenk gekommen, das für mich ist, von dem ich leider weiß, was drin ist, weil ich die Abrechnung gemacht habe für den Monat hier und dann bei PayPal leider groß und breit drauf stand, wofür Lou das Geld ausgegeben hat. Sie war stinksauer, weil... Das war ihre große Überraschung. Ich war stinksauer, weil ich lasse mich gerne überraschen und gerne selbst spoilen. Aber es ist halt nun mal passiert. Was soll ich machen? Ja, von daher, ich weiß, was in dem Geschenk drin ist. Das kam gerade an. Dann kommt das Geschenk für meine Mutter eventuell heute. Ich war so ein bisschen am Hin und Her überlegen, soll ich es jetzt schon bestellen oder nicht. Das war jetzt halt so ein Spiel mit dem Feuer. Entweder ich bestelle es jetzt und es kommt früh genug an. Oder ich bestelle es ein bisschen später und ich habe vielleicht das Problem, dass es nicht mehr früh genug ankommt und dann kommt es, nachdem sie hier waren. Und das macht natürlich gar keinen Sinn. Jetzt muss ich halt nur gucken, wie gesagt, Lebensmittel, wo ich es kühl lagern kann, damit es mir nicht kaputt geht. Es ist leider ziemlich groß, das passt also nicht in den Kühlschrank. Und ich will es nicht unbedingt bei uns in den Kellerraum lagern, weil der Kellerraum ist eigentlich ein Heizungskeller. Da steht ein großer Heiztank drin oder Öltank und das... Es logischerweise riecht dann alles ein bisschen nach Heizöl und das ist... Ich habe ein bisschen Schiss. Muss ich mal gucken, ob ich das mache. Jo, ansonsten habe ich ein bisschen Musik gemacht in den letzten paar Tagen. Mit Line 6 mal ein bisschen weiter rumgespielt. Das macht echt Laune. Ja, mein PC hat den Geist aufgegeben. Am einen Tag ging er, am nächsten Tag ging er plötzlich nicht mehr an. Da konnte ich gestern wirklich von 9 Uhr morgens, indem ich dachte, ja, bequemer Tag, mach PC an, geht nicht mehr. Und dann wusste ich, yay, wird ein cooler Tag. Bis gestern Abend 1 Uhr, 2 Uhr nachts habe ich dran gesessen. Ja, Spaß. So, ich warte immer noch auf die Post und jetzt hat gerade mein Handy geklingelt, wird es wahrscheinlich gleich nochmal. Und Lou hat mir eine Nachricht geschrieben, beziehungsweise eine Voicemail geschickt, habe ich es gesagt, es klingelt. Eine Voicemail geschickt und zwar, ja, es ist jetzt also tatsächlich passiert und ich muss sagen, ich bin froh darüber. Ich finde es gut, dass es passiert ist. Und zwar geht er jetzt schon... diverse Zeit diese Debatte rum, die ich mit Lou habe, dass sie sich bewerben soll in anderen Betrieben, um die Lehre fertigzustellen, weil der Betrieb, in dem sie arbeitet, für den Arsch ist. Jetzt haben ja auch die Lehrlinge vor kurzem alle gesagt, okay, wir wollen nach der Lehre nicht bleiben. Jetzt sagen auch die ganzen Gesellen, dass sie keinen Bock haben, länger zu bleiben und wollen kündigen. Worauf den Chefs der Arsch auf Grundeis geht. Und ich meine, das habe ich alles schon mal gesagt. Statt dass die dann versuchen, den Leuten entgegenzukommen, damit die Leute bleiben und die Chefs nicht alle Mitarbeiter verlieren, fangen sie jetzt an, auf die richtige Arschlochtour, und zwar richtig Arschlochtour zu fahren, sodass eigentlich gar keiner mehr Bock hat und das eigentlich auch vors Arbeitsgericht könnte, weil das so einfach nicht geht. Das nimmt nämlich Züge an. Ja, und jetzt hat mir Luke gerade gesagt, dass sie definitiv ab Januar anfängt, Bewerbungen zu schreiben, denn jetzt geht tatsächlich jeder. Leute schreiben gerade ihre Kündigung. Sie haben sich jetzt wirklich alle zusammengetan und gesagt, okay, wir kündigen kollegial. Wir gehen, alle. Finde ich saustark. Das ist das, was ich die ganze Zeit Lou auch gepredigt habe. Ihr müsst euch da zusammensetzen und ihr müsst euch zusammen stark machen gegen diese Chefs. Nicht, dass diese Arbeitsstelle unbrauchbar wäre, sondern die Chefs sind unbrauchbar. Und
man kann dem auch entgegenwirken, den Chefs klar machen, dass es so nicht läuft. Jetzt haben sie natürlich den Weg gewählt, dass sie einfach gehen, das ist natürlich auch ein Weg. Ja, ich find's gut. Ich find's gut, dass es passiert. Den Chefs gehört der Arsch gründlich aufgerissen. Die gehören nicht in eine Chefposition, definitiv nicht. Denen gehört nicht so viel Geld an die Hand gebracht. Das funktioniert nicht. Diese Menschen sind dazu nicht fähig. Und ich find's gut, dass sie damit jetzt richtig auf die Schnauze fliegen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen anstrengend für Lou. Wir müssen eine neue Lehre finden für sie. Das bedeutet, es gibt jetzt nicht unbedingt wenig Friseurläden hier in Erding, aber es muss trotzdem halt jemand auch ausbilden und dann auch entsprechend einen im dritten Lehrjahr übernehmen wollen. Das ist natürlich immer ein bisschen kritisch. Aber anders gesehen, haben die Leute, die in dem Betrieb, in dem Lou arbeitet, die haben in der Branche einen ganz guten Ruf, weil die Leute wissen, wie beschissen dieser Betrieb ist. Und wenn man da so lange durchgehalten hat und dann auch, das muss man halt auch mal sagen, in Lou's Fall, was Theorie angeht, die hat halt ein Zeugnis momentan einen Durchschnitt von 1,1. Also auch das ist definitiv ein Pluspunkt. Ich denke, da wird sie schon relativ schnell hier was finden. Und wie gesagt, ich freue mich für sie eigentlich. Sie ist sich, glaube ich, noch nicht so ganz sicher, ob sie sich freut oder nicht. Ich freue mich für sie, weil das bedeutet, dass sie im Zweifelsfall das letzte Dreivierteljahr ihrer Lehre in einem vernünftigen Betrieb abarbeiten kann. Das ist schon viel wert. Zumindest einmal in dieser ganzen Lehrzeit in einem Betrieb gearbeitet zu haben, der vernünftig funktioniert, um mal zu sehen, wie das eigentlich sein könnte. Natürlich kann sie jetzt wieder in einen schlechten Betrieb reinrutschen, aber ich sag ganz ehrlich, viel schlechter als da, wo sie jetzt ist, geht es nicht. Und von daher, also ich denke, es wird schon ganz gut sein. Ich drück ihr sowieso die Daumen, ich helfe ihr auch dabei. Drückt ihr bitte die Daumen, damit sie schnell eine neue Lehre findet. Wir werden es jetzt halt demnächst schon anfangen. Also ich gehe dem positiv entgegen. Ich freue mich eigentlich für sie. So, habe gerade mit meiner Mutter telefoniert und rausgefunden, dass sie tatsächlich doch manchmal meine Videos guckt. Verdammt! Aber scheinbar nur über den Hauptkanal, deswegen nicht die Vlogs bisher. Vielleicht hat sie das noch nicht gefunden. Ansonsten halte ich am besten jetzt die Schnauze, was Geschenke angeht. Nur so viel, es ist da. Das Geschenk für meine Mutter ist da. Das bringe ich jetzt gleich mal an einen kühlen Ort. Und finde ich jetzt eine ganz coole Box eigentlich. Ist hier so eine, ist Pappbox, aber sieht aus wie Holz, so von der Optik her. Ich will fast überlegen, ob ich das groß verpacken soll. Groß verpacken ist eigentlich das Wort. Das Ding ist ja riesig. Da brauche ich ja 2 Meter Geschenkpapier. Vielleicht lasse ich es auch einfach so, wie es ist, weil es ist zugepackt. Ich guck mal, ob ich die komischen, die Aufkleber von der Post kriege ich nicht runter. Aber das ist eh auf der Unterseite. Tun wir einfach, machen wir so. Ha, hä? Geschenk. Glaubst du, ist egal. So, ich dachte, ich zeige euch mal das neue Mario-Spiel, das jetzt gerade rausgekommen ist, nämlich Mario Run Dings fürs iPad. Das ist das erste Mal, dass, oder für generell iOS, also iPhone und iPad, für Android noch nicht. Es ist das erste offiziell lizenzierte Mario-Spiel auf einem Tablet oder auf Handhelds, Nicht-Nintendo-Geräten, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Das ist ein Autorun, ich kann mal hier ein bisschen lauter machen. So. Oh Gott, aus der Perspektive hier spielen ist nicht so einfach. Ein bisschen zu laut. Im Prinzip ist es die Optik von New Super Mario. Und Autorunner, das heißt, Mario läuft von selbst. Ich kann nur auf Bildschirm klicken zum Springen. Und damit dann mit der Welt ein bisschen interagieren. Muss Münzen sammeln. Es gibt jedes Mal 5 violette Münzen in jedem Level. Bis jetzt jedenfalls. Und Sterne gibt's. Oh, scheiße. Da war zum Beispiel eine. Die dritte, sehr gut. Ich bin fleißig bisher. Man muss die Münzen sammeln. Das ist Ziel des Ganzen. Also, ich meine, es sieht okay aus. Es ist nichts Besonderes, wirklich nicht. Ist ein witziger Autorunner. Ist wie bei Rayman damals, hat ja auch keiner damit gerechnet, dass das als Lizenz kommt für solche Spiele, aber hat funktioniert. Das funktioniert mit Mario genauso. Ist nichts Besonderes, muss man definitiv nicht spielen. Also wenn man kein iOS-Gerät hat, man muss sich jetzt keins holen, damit man das hier spielen kann.
Aber es ist ganz nett. Und man muss sagen, also auf dem iPad, ich meine, ein iPad hat eine relativ hohe Auflösung. Das sieht schon fett aus. Schön. Kann man das eigentlich auch in Landscape spielen? Nee. Okay. Ja, man hat hier oben noch zwei Leben. Ne, cool. Also diese Bläschen sind Leben. Das ist so ein bisschen wie bei Yoshi's Island. Wenn man getroffen wird oder in den Abgrund fällt, kommt man in der Blase wieder, kann draufdrücken und man platzt an der Stelle und kann dann wieder weiterspielen. Das war's eigentlich. Hier kriegt man noch Anzeigen, wie viele Gegner man von dem Typ besiegt hat. Dafür gibt's wahrscheinlich auch noch einen Bonus. Man bekommt Münzen, wofür auch immer die da sind. Wahrscheinlich irgendein Ingame-Shop, der bestimmt auch noch offengelegt wird. Ja, Kaufbildschirm, da haben wir es doch. Super Mario Run, so heißt es. So, Kaufbonus. Rally-Ticket 20 plus 3000 Münzen plus ein Fragezeichen-Block für 9,99 € und alle 6 Welten. Soll das heißen, das sind alle Level? Wait, what? Das heißt, 3 Level und ein Castle pro Welt und 6 Welten. Und dafür soll ich 9 € bezahlen. Und das hier waren circa 6 Minuten Spielzeit. Guter Deal. Ich möchte mal kurz was festhalten. Ich habe jetzt gerade die dritte Welt auch noch gespielt. Das waren weitere 1,5 Minuten Spielzeit. Jetzt möchte ich mal gerade was demonstrieren, ja? Wir sehen das jetzt, ne? Hier, die ersten 3 Level gespielt, jetzt könnte ich zum Schloss. Alle Welten ab Welt 1.4 sind erst spielbar, wenn du sie gekauft hast. Ich kann sie also ausprobieren, die erste Welt 1.4 für 20 Sekunden. Oder ich kann sie kaufen für 9,99 €. Aber natürlich, ich bezahle 9,99 € für einen fucking Autorunner. Mit dem ich Durchschnitt 1,5 Minuten pro Level Spielzeit habe. Ja, Nintendo. So vermarktet man Smartphone-Spiele. So, wir brauchen noch ein bisschen Lou-Content und Cat-Content. Das ist Lou. Das ist Jean. Miau. Perfekt. Jean hat gerade gekocht. Und zwar Würstchen mit Kartoffelpü. Das werden wir uns jetzt einverleiben. Und das ist gut, weil Essen ist gut. So, neuer Tag. Wir haben es jetzt 2:15. Scheiße. Ich habe meinen Schlafrhythmus eigentlich gerade wieder auf die Reihe bekommen und dann konnte ich mal wieder nicht pennen wegen Magenproblemen. Und war bis 7:45 wach. Fuck. Ja, jetzt bin ich eben so, ja, um 8 Uhr weggeratzt und dann jetzt gerade eben von der Post wach geworden. Shit. Verdammt nochmal, ja, halber Tag verpennt. Ich muss heute noch ein bisschen Hausarbeit machen. Also so schlimm ist es nicht, aber es nervt mich halt wegen dem Schlafrhythmus, der jetzt schon wieder am Arsch ist. Ja, die ganze Nacht habe ich jetzt damit noch verbracht, die letzten Updates auf dem PC zu installieren und das Ding zu defragmentieren, damit es mal flüssig läuft, weil das hatte echt ein paar Probleme. Und ich weiß gar nicht mehr, was noch war. Irgendwas hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. War ein bisschen seltsam, das Ding. Vielleicht läuft es jetzt besser. Gut, ja, dann, ich glaube, ich werde jetzt erstmal vernünftig wach, mache mir einen Kaffee und dann mache ich ein bisschen Hausarbeit und dann überlege ich mal, was ich heute noch sinnvoll machen könnte. Puh, ja, endlich fertig mit allem. Hab einen Haufen Hausarbeit gemacht. Wollen auch die Kartons alle wegbringen, jetzt ist das auch alles aus dem Weg und, ja, geputzt, gestaubsaugt, Wäsche gemacht, noch eine Wäsche gemacht. Ja, alles Mögliche. Jetzt bin ich fertig und das heißt, ich habe jetzt eigentlich Ruhe. Lou wollte gerade noch irgendwas von wegen Einkaufszettel haben, weil sie morgen mit einer Arbeitskollegin einkaufen fährt. Da habe ich den Einkaufszettel gerade noch so grob fertig gemacht. Ja. Jeans ganze Fressbereich immer wieder sauber gemacht. Du kannst nicht mal selber sauber machen, Kollege, du siehst ja aus wie Sau. Kacke am Kinn. Ja. Und jetzt ist der noch wieder happy. Jetzt will er gleich wieder hoch. Jetzt siehst du doch an. Mach dich erst sauber, bevor du hier hochkommst. Nee, du machst dich erst sauber, bevor du hier hochkommst. Ja. Was denn? Ja, jetzt will ich irgendwas zocken oder so. Mal gucken.
So, um den Blog dann noch abzuschließen. Ist gerade eben mein Ladegerät gekommen für diese Kamera, für die Akkus. Damit ich nicht immer dieses komische, urlahme 500 mAh Ladegerät direkt an der Kamera hängen lassen muss. Wofür ungefähr der Akku aufladen wahrscheinlich, weiß ich nicht, 6-7 Stunden dauern würde. Das hier ist schon ein bisschen besser. Jo. Und Lou kommt heute, Gott sei Dank, nicht wieder erst um 8 Uhr nach Hause, sondern die haben ein bisschen früher aus. Und dann geht sie noch mit der Freundin einkaufen. Und wir haben gestern den Einkaufszettel fertig gemacht. Und dann ist der Kühlschrank wieder voll. Ja, und das Geld langsam echt knapp. Wir haben viel Geld ausgegeben diesen Monat. Aber naja, ist ja auch noch anderthalb Wochen und dann ist ja der Monat schon wieder vorbei. Jo, und sonst gibt's eigentlich nichts. Ich bin gerade überraschend zufrieden mit all dem. Es funktioniert gerade alles und ich weiß, dass ich jetzt, also ich habe jetzt gerade nichts, was ich machen muss, weil wieder irgendwas kaputt ging. Was sehr seltsam ist, weil das ist quasi mein tägliches Prozedere seit zwei Wochen. Irgendwas ist kaputt? Okay, du verbringst den Tag damit, es zu reparieren. Cool, ist mal ein entspannter Tag, das wäre ja mal was. Ich habe übrigens die ganze Nacht bis 5 Uhr heute morgens RimWorld gespielt. Dieses beschissene Spiel, das ist so schlimm. Es ist so schlimm, es ist so suchterregend. Und jetzt kamen ganz viele Mods, die ich alle mir draufgepackt habe beim Steam Workshop und habe dann noch länger... Ach, mein Gott. Ah. Okay, gut. Dann werde ich jetzt, ich glaube, gleich mal noch nach dem Vlog hier eine Runde Dark Souls spielen und dann vielleicht ein bisschen RimWorld weiterzocken. Mal gucken. Okay, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Vlog. Bis dahin. Tschüsschen.